Hier ist Tamara von Kreativs aus der Dachstube. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, habt die Feiertage genossen. Und ich wollte einfach mal jetzt die Tage zwischen den Jahren nutzen, um euch mal zu zeigen, was in meinem Kreativbund Adventskalender drin war. Bei Kreativbund kann man sich ja so einen Adventskalender bestellen, bekommt dann einen Fragebogen zugeschickt, in dem man angeben kann, was man so macht. Karten basteln, Bullet Journaling, welche Farben man mag, was man gar nicht mag, und bekommt dann von dem Kreativbund-Team einen Adventskalender zusammengestellt. Total coole Idee, habe ich dieses Jahr das erste Mal ausprobiert und muss sagen, ich war im Großen und Ganzen auch echt total zufrieden mit meinem Kalender. Ich hatte wirklich schöne Sachen drin, natürlich auch ein paar, die ich mir niemals gekauft hätte, okay. Aber dafür habe ich auch wirklich tolle Sachen, die ich jetzt gerne mal ausprobieren kann. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, was so da drin war. Ich hatte den mittleren Adventskalender und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Der erste Tag hat mir so einen Stempel drin. Ich glaube, den hat fast jeder drin, der den mittleren oder großen Adventskalender hatte. Jedenfalls, wie ich das in dieser Facebook-Gruppe so verfolgt hatte. Und zwar macht ihr einen Stempelabdruck. Ich habe es ja mal gestempelt. In Liebe handgemacht von Tamara. Also er ist personalisiert. Fand ich total die coole Idee. Richtig süß. Habe ich mich schon mal sehr drüber gefreut, so für den Anfang. Dann war das zweite bei mir ein Stempelkissen von Encore. In Purple, das ist so Ultimate Metallic, also es ist auch so dieser Metallic Ton. Ich habe das ja hier mal gestempelt. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt so wirklich sehen kann. Das glänzt halt hier so ein bisschen, das Lila. Dann war das dritte eine Schablone. Im Zickzack-Stil. Ja gut, das Muster ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu groß. Also wenn es ein bisschen kleiner wäre, hätte mir, glaube ich, besser gefallen. Mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht auch für mein Art Journal. Schauen wir mal. Weiß ich noch nicht so genau. Dann hatte ich als nächstes ein Paperpad drinne von DoCrafts mit so buntem Cardstock in 24 verschiedenen Farben. Finde ich super. Kann man immer gebrauchen. So im 6x6 Inch Papier. Fand ich eigentlich ganz cool. Danach hatte ich meine erste Stanze total süß von Sizzix. Ein kleines Fahrrad. Fand ich echt cool. Eine schöne Idee. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich muss mal halt gucken, weil Stanz ist nur eine Stanze von dem Fahrrad. Also wahrscheinlich mehrfach aufstanzen müssen, um dann das so zweifarbig hinzubekommen. Aber nichtsdestotrotz eine süße kleine Stanze. Habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Finde ich echt total goldig. Dann ging es weiter direkt mit der nächsten Stanze von Joy. Da hatte ich hier diesen Tannenzapfen drin gehabt. Habe ich auch schon ausprobiert. Total cool. Ich habe aber die Karte leider jetzt zu Weihnachten verschenkt, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Da kann man einmal mit dieser Outline-Stanze nur den Umriss sozusagen ausstanzen und dann, wenn man beide zusammensetzt, stanzt hier diese Einleger, diese Formen, wie soll man das nennen, diesen Zapfen halt ins Papier rein und die kann man dann so aufstellen. Das heißt, wenn ich dann zwei übereinander lege, ich hatte jetzt zum Beispiel unten so eine Spielkarton in Gold genommen und hatte dann oben drüber in Braun den Zapfen nochmal ausgestanzt und dann konnte man diese Zapfen so ein bisschen aufstellen und hat dann unten drüber dieses Gold gesehen. Fand ich echt total cool, mir gut gefallen, finde ich eine wirklich schöne Stanze. Also die finde ich echt super, kann ich nur empfehlen. Als nächstes hatte ich dann so Fotoframes hier drin, also so Polaroid-Rahmen sozusagen. Ich denke mal, die werde ich bestimmt irgendwie für ein Fotoalbum oder so nutzen. Mal gucken. Mal schauen, was ich damit mache. Weiß ich noch nicht so genau. Mal gucken, wo ich sie einbauen werde. Danach hatte ich wieder ein Stempelkissen von so einem Dewdrop-Stempelkissen in Rocket Red Gold. Total cool. Also diese Farbe finde ich den Hammer. Ich habe mir das hier auch mal mit diesem Stempel so gestempelt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die schimmert zu Gold, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Total super. Also das ist wirklich, über das Stempelkissen habe ich mich wirklich am meisten gefreut, von denen, die ich drin hatte. Also die Farbe ist echt der Hammer. Total cool. Ich kann den eigentlich schon mal hier so liegen lassen. Nach dem Stempelkissen kam wieder eine Stanze. Und zwar von X-Card, so eine Mini-Die. Ein Herz mit so einem Ornament innen drin. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Gerade so jetzt für die Valentinstagskarten. Ich denke mal, da kann man relativ viel mitmachen. Die gefällt mir auch wirklich gut. Da
Danach hatte ich noch von X-Cut eine Stanze. I love you. Okay. ja, ich kann mit den englischen Texten nicht so viel anfangen. Also ich bastel meine Karten lieber mit deutschen Texten. Aber gut, I love you geht ja jetzt eigentlich noch. Kann man vielleicht verwenden. Weiß ich noch nicht so genau, ob ich es verwenden werde. Mal gucken. Ich schau mal. Danach hatte ich noch eine Stanze von Sissix diesmal. Diese zwei Sechsecke. Ist zum Embellischen ja auch eigentlich ganz süß. Ich habe mir nur gedacht, so, die Verteilung in meinem Adventskalender war nicht ganz so glücklich, weil ich hatte eigentlich immer mehrere Stanzen hintereinander. Also hier die beiden ja direkt hintereinander, dann hier drei sogar hintereinander. Und ich dachte so, okay, hätte vielleicht ein bisschen mehr verteilt sein können. Aber gut. Ich denke, bei der Masse an Adventskalendern, die da gepackt worden sind, konnte man da wahrscheinlich nicht ganz so drauf achten. Aber es wäre schön gewesen, wenn es ein bisschen mehr verteilt gewesen wäre. Als nächstes hatte ich dann wieder. Nee, danach hatte ich endlich meinen ersten Stempel. Am 12. Dezember gab es endlich den ersten Stempel. Auf den habe ich ja so gefiebert, weil ich dachte, so, irgendwann muss ja mal ein Stempel kommen. Und ich muss sagen, der hat es voll getroffen. Ich finde ihn so super. Er sieht so ein bisschen unscheinbar aus, jetzt so auf den ersten Blick vielleicht. Ich habe ihn schon ausprobiert. Ich fand ihn den Knaller. Also ich habe so einen Tag damit gestaltet. Habe ich auch schon zu Weihnachten jetzt verschenkt als Lesezeichen. Aber ich finde es so cool. Also der Stempel hat so, das ist so genau mein Ding. Ich liebe so Stempel. Also der ist echt ganz toll. Über den habe ich mich mega gefreut. Also Vera, vielen, vielen Dank. Der ist echt super. Dann hatte ich als nächstes wieder eine Schablone mit so Quadraten. Also wie es ein bisschen gewölbt aussieht. Ich denke mal, das werde ich auch für mein Art Journal benutzen. Damit kann man vielleicht ganz coole Hintergründe dann machen. Ja, gucken wir mal. Danach kam, was kam denn danach? Am 14. hatte ich hier von Dovecraft den Happy Birthday Stempel drin. Ja, halt auch wieder Englisch. Ne? Okay. Wie gesagt, ich mag lieber halt die deutschen Texte. Aber okay, Happy Birthday ist ja auch eigentlich noch relativ. Geht auch noch gut. Werde ich irgendwie vielleicht auch mal verwenden können für irgendeine Karte. Mal gucken. Dann, was kam denn als nächstes? Ach genau, am 15. hatte ich ein Paper-Pad drin. Ne? Ja, Fußball, ne? Wahrscheinlich lag es daran, dass ich im Fragebogen angegeben hatte, dass ich einen Sohn habe. Ja, Fußball an sich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, aber halt, ja, Englisch Soccer. Also mit den Stickern so kann ich, glaube ich, nicht so viel anfangen. Ich finde es ein bisschen schade. Dass es halt alles wieder in Englisch ist. Ich meine, gut, EcoPack macht coole Sachen, aber ich bin da einfach nicht so der Fan von diesen. Aber wir schauen mal. Ich denke mal, vielleicht für irgendwas werde ich es verwenden können. Für irgendein Buch, was ich vielleicht mal für meinen Sohn mache. Oder mein Mann. Mein Mann ist ja auch fußballbegeistert. Mal gucken. Irgendwo werde ich es einbauen. Wir schauen mal. Danach hatte ich. Ja, die Outline-Stickers von Anita, auch von DoCrafts. Ich muss sagen, die haben es jetzt nicht so bei mir getroffen. Die Sektgläser, okay, finde ich ja noch ganz lustig. Die Sterne auch ganz cool, aber halt Congratulations und Good Luck. Ja, was soll ich sagen? Aber ich glaube, das war somit das Einzige, was mir so gar nicht zugesagt hat. Wenn es jetzt auf Deutsch gewesen wäre, wäre super. Aber gut, ich denke mal, die Sektgläser werde ich irgendwo verbauen. Aber die Sprüche, glaube ich, mit denen kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Sorry, Vera. Vielleicht müsste ich in meinem nächsten Fragebogen angeben, dass ich nicht so auf englische Texte stehe. Mal gucken. Weiß ich nicht. Das Problem ist halt, es gibt halt auch relativ viel mit englischen Texten. Ne? Das ist nicht so einfach. So, dann am 17. hatte ich wieder mal eine Stanze drinne. Und zwar ein Ocean Baby, so einen kleinen Wal. Auch den finde ich eigentlich ganz süß. Ich habe ja auch noch eine kleine Tochter von 10 Monaten. Ich denke mal, da werde ich das bestimmt irgendwo mal benutzen. Also die finde ich eigentlich ganz süß. Da gibt es ja so mehrere von. Das finde ich auch total goldig. Hier, das Seepferdchen. Also ich denke mal, den kleinen Wal, den werde ich bestimmt benutzen. Den finde ich eigentlich ganz knuffig. Danach kam der 18. Da hatte ich die Zahlenstücker drin. Ja, Zahlen kann man immer gebrauchen. Also Zahlen gehen immer. Den finde ich eigentlich ganz cool so.
Und danach hatte ich, das fand ich ja auch super cool, von Sissix so zwei Embossing Folder in zwei verschiedenen Mustern. Und die Muster, die gefallen mir echt total gut. Also das finde ich echt mal total super. Über den habe ich mich wirklich gefreut. Da bin ich auch schon ganz gespannt, hier auszuprobieren. So gerade für Kartenhintergründe, so für so ein bisschen edlere Karten. Super. Also die finde ich echt total cool. Über die habe ich mich mega gefreut. Echt klasse. Dann kommen wir auch schon zum 20. Und da hatte ich jetzt ein Versa Magic Stempelkissen drin. Auch wieder in lila. Wo habe ich denn meinen kleinen Zettel hingetan? Hier. Das finde ich ein bisschen schade, weil die sehen sich halt schon ziemlich ähnlich. Also da hätte ich mich vielleicht mal über eine andere Farbe noch gefreut. Also nur nicht so zwei fast gleiche Farben. Aber das Stempelkissen an sich ist echt cool. Also es macht wirklich einen schönen Stempelabdruck. Die Drop sind ja auch echt super. Aber wie gesagt, es wäre halt ganz cool gewesen, nochmal so eine andere Farbe drin zu haben. Ne? Gucken, so zwei fast gleiche. Ja, schauen wir mal. Ne? Ich werde sie bestimmt irgendwie benutzen, aber es ist jetzt halt nicht so viel Abwechslung dann dabei. Ne? Dann hatte ich als beim 21. einen Flamingo. Ja, Flamingos sind ja irgendwie auch wie die Lamas gerade voll in, ne? Okay, ich finde ihn einfach ganz süß. Also den werde ich bestimmt irgendwo mal benutzen können. Der ist eigentlich echt ganz knuffig. Und dann hatte ich, ha, das fand ich auch ganz cool. Nee, stimmt nicht. Am 22. kam erstmal hier so ein Paperpad von Echo Park mit Dots and Stripes. Und das, muss ich sagen, gefällt mir auch echt gut. Das kann ich auch gut gebrauchen. Das ist einmal große Punkte und einmal hinten drauf ein bisschen kleiner gepunktet und dann auch gestreift. Einmal ein bisschen mit größeren Blockstreifen, einmal mit schmaleren Streifen in verschiedenen Farben. Also, und vor allem die Farben gefallen mir echt super gut. Also, das ist so genau meins. Das fand ich auch wirklich cool. So, wo lege ich das noch hin, dass ihr es seht? Ich hoffe, ihr seht es noch. Und dann hatte ich, yeah, über die habe ich mich gefreut. Crystal Drops drin. Wie cool. Die habe ich auch noch gar nicht. Diese Crystal Drops. Ich habe da nur die. Was habe ich denn da für welche? Muss ich mal schnell gucken. Glitterdrops, genau, Glitterdrops habe ich da. Aber Crystal Drops habe ich noch nicht in der, ich denke mal, das wird ja dann fast so Oyster Grey ist es. Total cool. Aha. Da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Und dann kam mein absolutes Highlight an Heiligabend. 24.12. Ein Stempel von My Favorite Things mit Blumen. Ich liebe Blumen, ich liebe My Favorite Things. Gut, die paar englischen Sprüche sind mir auch total egal, aber die Blumen finde ich einfach nur den absoluten Knaller. Ich finde sie so süß. Also, ich habe mich riesig gefreut. Es war echt das Highlight von dem ganzen Kalender. Total cool. Ja, ich freue mich schon riesig, den auszuprobieren. Nur bevor ich jetzt alles auspacke, dachte ich, ich zeige es euch erstmal. Ich muss mal gucken, wenn ich einmal was damit gemacht habe, dann stelle ich die Karte oder das Art Journal mal gucken, was es wird. Mal auf meinen Blog, dann könnt ihr es euch gerne angucken. Ich denke mal im neuen Jahr werde ich wieder mit Basteln anfangen. Ja, das war also das Highlight meines Adventskalenders. Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen, ich habe echt coole Sachen dabei gehabt. Wie gesagt, so ein paar Ausnahmen, weil ich nicht so auf die englischen Texte stehe. Aber dafür, dass mich Kreativbund-Team ja keiner kennt, nur anhand von meinen Angaben auf meinem Fragebogen finde ich das mal echt super gelungen. Also ich habe mich jeden Tag gefreut, mein Päckchen aufzumachen. Echt schade, dass jetzt schon vorbei ist. Ich werde mir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder einen Kalender bestellen. Ich weiß nicht, vielleicht gönne ich mir dann auch mal den großen. Wenn man mal so nett meinte, so, nächstes Jahr kriegst du dann den großen. Yeah. schauen wir mal. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr fandet das mal ganz interessant. Vielleicht gönnt ihr euch ja nächstes Jahr auch so einen tollen Adventskalender von Kreativbund. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit und macht's gut. Tschüss aus der Dachstube.